Am Mainufer wird die Leiche einer 16-Jährigen angespült. So beginnt der sechste Teil der erfolgreichen Krimiserie um die beiden Kommissare Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein. Seit einigen Tagen wird Böser Wolf hier in der Region verfilmt. Drehtag 12 beginnt mit einer Pressekonferenz vor der malerischen Kulisse Frankfurts. Und dabei ist auch die Schriftstellerin selbst, Nele Neuhaus, vor Ort. Die Taunus-Autorin findet es auch nach der langen Zeit immer noch aufregend, ihr Werk verfilmt zu sehen. Es ist mittlerweile ein ganz tolles Gefühl. Am Anfang war ich noch so ein bisschen ambivalent, weil es ist schon schwierig, wenn man so sein 600-Seiten-Buch hat und sieht die Filmleute machen da was ganz anderes draus. War schon schwierig. Aber ich sag mal, ab dem dritten Film, als Markus Rosenmüller die Regie übernommen hatte, hat sich das sehr zum Positiven verändert. Und ich glaube auch, es waren eben so die üblichen Anlaufschwierigkeiten, die man eben hat, bis man sich gut kennt. Und mittlerweile ist das eine sehr, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Regisseur, Drehbuchautorin, Produzentin und mir. Und es wird doch sehr gehört, was ich sage oder was ich rate. Und das freut mich natürlich sehr, weil so denke ich schon, sind die Filme auch so, dass ich nicken kann, sagen kann, das ist mein Buch, so gefällt es mir und ich hoffe, so gefällt es auch den lesenden Fernsehzuschauern. Für Nele Neuhaus ist es wichtig, dass an den Originalschauplätzen gedreht wird und regionale Bezüge, zum Beispiel Rhein-Main-TV, im Film eine Rolle spielen. Schließlich hat das ihre Krimis auch erfolgreich gemacht. Das ist eben auch schön, dass das mittlerweile aufgegriffen wird. Das war bei den ersten beiden Filmen auch, hat es einfach gefehlt. Ja? Und wenn ich mich als Zuschauer hinsetze und will den Taunus-Krimi sehen, dann möchte ich auch ein bisschen was vom Taunus sehen. Ist in den letzten Filmen toll umgesetzt worden, da wird mein Ortsschild eingeblendet, dann sieht man eben vom Feldberg runter die Rhein-Main-Ebene, die Skyline von Frankfurt. Und schön finde ich es eben auch, wenn dann der regionale Fernsehsender oder Radiosender mit erwähnt wird, so wie das in meinem Buch eben auch der Fall ist. Ich glaube, das ist wichtig für die Identifikation des Zuschauers eben mit dieser Region, die in meinem Krimi dargestellt wird und dem tragen sie eben auch Rechnung, indem immer mal wieder eine Szene auf Hessisch eingefügt wird. Heute wird in Frankfurt gedreht, direkt am Schaumainkai. Szene 100 steht auf dem Plan. Hauptdarstellerin Felicitas Woll erklärt uns, wie so ein ganz normaler Drehtag abläuft. Dann ist es so, dass man morgens abgeholt wird, meistens so gegen, weiß ich nicht, 7 oder 8 und dann frühstückt man erstmal ein bisschen, dann hat man meistens eine Stunde Maske, Frauen natürlich mehr als die Männer. Und dann wird meistens ein bisschen geprobt, erstmal so alle Szenen durchgeprobt und dann wird Licht aufgebaut, dann gibt es die ganzen technischen Einrichtungen, jeder baut so sein Zeugs auf. So ist es auch an diesem Tag. Unser Team macht die Kameras startklar, denn wir sollen hier das machen, was wir am besten können, einen Fernsehbericht. Dann heißt es erstmal warten. Schließlich sind an einem Filmset sehr viele Menschen und auch die müssen alle bereit sein. Dann fangen wir an zu drehen und meistens hält man sich auch ganz gut an die Dispo. Also wenn der Regisseur da sehr weiß, was er will und alles klar getimt ist, dann kommt man ziemlich gut durch so einen Tag durch, weil man genau weiß, okay, für die Szene haben wir jetzt 2 Stunden Zeit. Also müssen wir uns ein bisschen ranhalten oder wie auch immer, wie es von der Zeit halt gerade ist. Und das ist ganz gut, da kann ich mich entspannen, weil ich weiß, es wurde alles ausgerechnet, alles wurde gemacht. Ich muss nur kommen, mich in die Maske setzen und muss dann letztendlich spielen und mir meinen Arbeitsplatz nehmen und das macht Spaß. Also ich mag das sehr gerne, vor allen Dingen, wenn ich weiß, da hat jemand nachgedacht und es läuft so, wie es laufen soll und wird nicht stressig oder so. Alles ganz entspannt, auch an diesem Tag. Für die Verhaftungsszene sind 3 Stunden eingeplant. Dann wird es ernst für unser Team. Wir werden in Position gebracht und warten auf das Kommando des Regisseurs. Achtung und bitte! Ein Summa cum laude für Copy and Paste. Gratulation, Herr Dr. Frey. Aber deine Beweise kannst du vor Gericht vergessen. Und cut. Ja, das hat doch schon mal ganz gut geklappt. Die Szene wird vom Filmteam begutachtet. Noch nicht ganz perfekt. Also alles wieder auf Anfang. Noch ein paar Mal wird gedreht, dann ist die Szene im Kasten. Das Filmteam packt zusammen und zieht weiter zum nächsten Drehort. Und auch unser Team ist zufrieden. Wir haben nicht so oft gedreht, wie ich dachte. Also ich dachte, wir drehen jetzt 50 Mal und ich muss sagen, nach 4 Mal war es im Kasten. Das war schon ganz interessant. Also in dem Moment, wenn der Regisseur Bitte ruft, dann weiß man, jetzt geht's los und dann versucht man halt wirklich sich zu konzentrieren, obwohl eigentlich die Kamerabewegung sich in Grenzen hält. Aber Nervosität steigt dann doch noch ein bisschen, Adrenalin ist dann schon ein bisschen größer. Das Resultat des halben Drehtages,
zwei Bänder und 1 Minute 15 Material. So viel Zeit dürfen sich die Videojournalisten von Rhein-Main-TV nicht lassen. Sonst hätten sie diesen Beitrag heute wohl nicht mehr gesehen. Und so kehren wir nach diesem Tag wieder zurück zum Fernsehen. Denn wie heißt es so schön? Schuster, bleib bei deinen Leisten.